Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muni. Wir haben heute wieder eine neue Folge StarCraft 2 mit mir gegen einen Zerg auf Found. Was? Fundgrube LE. Habe ich die Karte schon mal gespielt? Ich weiß gar nicht. Ah, wir lassen uns überraschen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die habe ich schon mal gespielt. Keine Ahnung. Wir werden sehen. So, wir spielen gegen Zerg. Da brauchen wir aber immer eine Wall. Also großes Gebiet. Also müssen wir erstmal runter. Oh, wir bauen natürlich unten dann die Wall. Shit. So. Oh, wir sind ein bisschen jetzt hinterher, weil ich noch nicht genau weiß, was ich im Pylon positionieren möchte. Oder wollte. Wollen würde, würde. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Genau, doch, dann passt es doch soweit. So, dann können wir hier irgendwo noch den Coin bauen, ne? Das könnte eigentlich passen. Haben wir hier irgendwo noch einen anderen Ausgang? Nope. So, Zerg-Ex, ein bisschen spät. Hat noch kein Gas. Steht einer rum. Ist eins zu viel. Ein bisschen spät dran mit meiner Exe. Pool kommt jetzt erst. So, das. Da. Nee. Das ist doch eine Scheißposition. Oh, Pylon haben wir auch noch vergessen. Schlecht. Wir sind ganz schlecht aufgestellt. Ich habe viel zu viel rumgespielt mit meiner Drohne oder Sonde da vorne. Also wenn wir das nicht verlieren, dann weiß ich auch nicht. So, da haben wir ein Ovi da oben. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Pylon ist echt viel zu spät. Wir stellen aber trotzdem schon mal unsere Fliegepost hier hin. Du bleibst hier. Pylon. Okay. Ist nicht so weiter wild. Na, hier geblieben. Naja, lenkt mit dem einen ab, dann haben wir einen Baneling oder was? Kannst du aber vergessen. Ihr seid auf mich angewiesen. Nun, ich bin. So, wir brauchen auf jeden Fall das, das. Gehen direkt auf Robo. Dimensionalstränge abgestimmt. Er wird das zwar schon gesehen haben, aber. Genau! Was ist euer Beginn? Wir sind die Klingen Ayurs. Forschung abgeschlossen. Dann nehmen wir die beiden Gates, Gasgeisierer, nehmen noch ein paar Gates. So begegnen wir unseren. Hat auf jeden Fall viele Queens. Was jetzt nicht so weiter wild ist. Extra
Ja, Roach ist alles klar. Ihr benötigt mehr Vespingas. So, warum mehr Gas? Ich bin ein bisschen spät dran mit allem Scheiß. Aber da war doch noch ein Overlord. Kalt ist die Leere. Teleportation erfolgreich. Verstanden. Navaras. Ich sehne mich nach dem Kampf. Ihr seid auf mich. So, da brauchen wir viel mehr Gates noch. Rum hier. Ich füge mich. Irgendwie wieder chronisch unter. Ich durchstreife die Galaxis. Für die Ehre. Die vier legen. Das ist wie gesagt ein Einspielspiel. Also ich spiele gleich auch wieder Ranked-Spiele, aber ich brauche halt ein bisschen Übung gerade. Und da ist es halt sinnvoll für mich, auf jeden Fall ein bisschen, ja, rumzuspielen. Na, wo sind sie? Sentries auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er schon eine vierte hat. Ich würde sagen, wir bereiten uns jetzt auf jeden Fall für ein All-In vor. Ah, da kommt die vierte. Sehr schön. Mein War Prison. Y. So, jetzt brauchen wir noch ein paar. Ein paar Pylonen und dann geht's los. Hydras! Ah, wir kämpfen direkt im Dienst alle weg. So, GG. Das war ein schnelles Spiel. Ja, was habe ich falsch gemacht? Ich hätte auf jeden Fall vorne, also ich hätte meinen Warpress ein Stückchen näher noch anziehen müssen. Hätte auf jeden Fall ein paar Adepten vielleicht dazu. Für die Hydras waren jetzt nicht so viele Hydras, war okay. Also ich habe ihn, glaube ich, ein bisschen am falschen Fuß erwischt. Also gut, army-technisch war ich ja weit über ihn. Also hatte auch keine Klinge und nichts vor meiner Base stehen. Er wusste nicht, dass ich komme. Upgrade-Station war ja ein bisschen weiter vorne. Ja, die Lurker, ja, waren zu wenig Lurker. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Mutibär. Tschüss, tschüss. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Mutti-Bären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Mutti-Bär. Tschüss, tschüss.